nächste Folge. Willkommen, dass du da bist. Ich mache ja bei Horrorspielen eigentlich keine Anmoderation und Abmoderation, nur weil ich Spiele bedingse. Das bringt mich sonst so raus, weißt du? Also wenn ich jetzt eine Aufnahmepause mache, was höchstwahrscheinlich, wenn das mit dem Speicher gut hinhaut, nach dieser Folge geschehen wird. Müssen wir das nochmal hier drin? Alles klar, das machen wir. Bin da im Weg, die Luftschleuse zu öffnen. Das sieht hier schön aus. Sehr luftschleusig auf jeden Fall. Wir gehen mal rein. Dieses Flackern, das macht mich überhaupt nicht nervös oder so. Pathology Research, Note 1. Sarah has shown me a lot of the myths surrounding the ancient objects we have recovered. Just like assumed, most of these stories corresponds only a little with the true events of the past. Giants and fire giants are very much like the descriptions, but the Vanir and Aesir gods differ a lot from their noble fairy tale versions. Some stories are not even close to as gruesome as they are in real life. More of these stories later. Okay, also scheinen die Mythologie, die um die Aesir, also die Aesir sind die Gottkreaturen, also Odin, Thor und so weiter, oder die Vanir, korrigiere mich, falls ich falsch liege, ich meine Loki ist einer der Vanir, der dann angenommene Aesir ist, wie auch immer, dass die wohl ein bisschen palaver waren und eher zum Grausamen neigen. Und um ehrlich zu sein, wenn die wirklich realistisch sind, wenn es die gäbe, in echt, glaube ich das. Glaube ich das sofort. Wenn man sich die nordische Mythologie mal anschaut, die ist sowas von gruselig. Also beziehungsweise nicht die Mythologie, sondern das Leben der alten Normannen. Nordmänner, so. Allein die Todesart der Blutadler. Ich mach wieder so, dann sieht das nicht so schlimm aus. Ist alles Blut, ne? Alles Blut. Ist das Blut oder Rot einfach? Ich glaube nur Rot. Hallo. Ja. Was ist denn da? Ich will dem Hund nicht über den Weg laufen. Irgendwie scheint mir das so. Der Raum ist zu groß. Oh, was ist das denn? Ist das gesehen da oben? Also abgesehen von diesen pulsierenden Tentakeln überall, hätte ich fast gesagt. Die Wurzeln. Ist das ein Übergang in die andere Welt? Ein Portal. Ich muss erstmal ausprobieren, ob die Tür geht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass nicht. Weißt du? Oh, wir sind Bohrkorb. Wir machen alles gut. Und dann schafft nicht mal deine scheiß Tür funktionieren. Ja, seid ihr bereit, Midgard zu verlassen? Ich denke mal, wir gehen mal hier rein. Ist doch schön. Wieso muss ich jetzt sagen? Er hat wohl einen Gin denken, hätte ich jetzt sagen wollen. Ich glaube, das war einer meiner klügeren Ideen. Schön hier. Wirklich schön. Kankra? Habe ich mal erwähnt, dass ich Spinnen ab einer gewissen Größe nicht mehr mag? Also wenn die so groß sind wie ich, ja klar. Meckern, aber da hatte eine meinen Arm. Können wir den wieder haben?
If I would have been 5 seconds late, the demons would have torn you apart. The great Odin spared your life, but left you broken. But that's okay, because I fixed you. No, you know what? I made you better. Remarkable, isn't it? What? No, 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 you stay down. The anesthetics haven't left your system yet. Oh, my head. Okay, let's see here. Speech should be fine. I prepared the tissue. Yeah, I gave the bone structure a checkup as well. And the arm. David. How does it feel? Strange feeling, isn't it? When it's bonding to you. I know. I have a few of my own. It's auch Odin, ja. Anyway, I have much to prepare. You rest for now. Gute Nacht. The Dr. Henry Anderson. It's Alice. The injuries she suffered, that survived. It's not human. That doesn't mean she's So, Entschuldigung. Ich hab vergessen. Also wir haben zwei neue Dingens bekommen, wie heißt es, Erfolge, das wollte ich gerade nachgucken und ich habe vergessen, dass das Spiel dann pausiert. Kapitel 1 abgeschlossen, in zwei verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Oh, sorry. By Odin. My voice. She even sounds like... Yes. Yes. I fixed your voice. And your arm. Who are you? What's going on? I'm Henrik Andersen, the CEO of Borgcorp. Toll, viermal, the voice you're hearing is my wife, Sarah. She's up on the surface, Ralph. Unfortunately. You and I are stuck down here. The things happening down there are happening up here as well. And it's getting worse by the minute. What did you do to me? I brought you back from Helheim. Henrik, calm down. The journey to save her almost killed you. I don't want to lose you. Since she already has the prosthetic installed. Tell her about it. Fine. Your new arm holds great power. Charged by Atrium, it can channel a magnificent force. It's based upon ancient knowledge uncovered by my wife. And brought into fruition by Henrik. The arm is called Jerngreper. You brought a hand with you. Use the Jerngreper to extract the RFID from it. You'll gain access to all doors with that level of security clearance. Now try it. Scan the hand on the table, and then use it downstairs, on the lock. I know this is a lot to ask, but we're not taking this lightly. Please. We'll tell you more as you go. So, schade, ich fand das mit dem Gegrabbel schön. Naja, ich glaube, wir müssen die Hand mal scannen. So, gib mir deinen Sicherheitslevel. RFID-Chip eingepflanzt. Sehen wir auch hier. Da, 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 da. Die Nummer 1. E, okay. Wird er uns erklären, denke ich mal. Wir müssen jetzt die Tür öffnen. Erstmal abspeichern, natürlich. Mit der linken Hand. Haben wir das auch gerade immer mit der linken Hand gemacht? Ja, ne? Oder? Ich weiß nicht. Verriegelt. Warum hat er so eine Angst vor uns? Okay, er scheint kein sauberer Chirurg zu sein, sagen wir mal so. Guter eventuell. Oh, warum ruckelt das jetzt so? Das ist komisch. Warte mal. Na, ein bisschen Mikrostutter haben wir. Das wird das, glaube ich. Ich hoffe, dass das in der Aufnahme nachher nicht ist. Ich werde ja rendern und so weiter. Das ist jetzt kein Stotter, das ist der Weg. I'm moving it up to you. These earthquakes are getting far too frequent. The roots are spreading faster. Please hurry. I'll show you all the things you need to know. Okay, wir beeilen uns. Dann gehen wir mal hier, Stufe 1. Okay, hier geht's wieder. Gerade eben war alles okay. Das ist das Abflussrohr vom Wacken. Da münden alle Dixies drin. Can you hear me? Nein. Yes. Good. You can hear me as long as our radio can reach your Bifrost system.
das ist beruhigend. Zumindest sind wir nicht allein, sagen wir mal so. Auch diese kleinen Ziselierungen hier an der Treppe, das finde ich so cool. Also ihr müsst mal darauf achten, fast alles, was irgendwie passiert werden kann. Is your first obstacle. Was a service hatch that can usually only be opened from the inside, unless you're an engineer. However, Jan Graper can open the tunnels in an unconventional way. But first, you need power. You should find an atrium upgrade in a nearby room. Warum ist da ein R drauf? Hat Jan Hendrik Andersen oder wie er hieß? Mein Gott, ist das hell. Ich hab's ja ein bisschen nachgehellt. Ist sehr, sehr hell. Hier sollen wir ein Upgrade finden. Achso. That right there is a small atrium cell that can power the arm. Insert it in the arm. Get back to the service hatch and fire a burst at it to fry the lock circuits. And don't forget to refill your power with the power station on the wall before you move on. Okay, davon können wir anscheinend eine ganze Menge von finden. So. Okay, das lädt sich wieder auf. Cool. Ah, guck mal. Nee, doch nicht. Ich dachte gerade, der würde die Ladungsstatus. For Jan Graper, you can activate the weapon inside it. Okay. Ich glaube, der hatte einfach keine Batterien mehr. Die hätte er mal vorher bestellen sollen, dann hätten wir ein paar. Aber jetzt ohne müssen wir halt da durch. Schade eigentlich. Jan Graper. Ahead and above you, there's another obstacle you can overcome with Jan Graper. Use your sight to find the ladder's control panel. Aim at it and fire a directed burst to lower the ladder. Okay, ich sehe, das könnte cool werden. So, erstmal wieder aufladen. Natürlich nur eine Batterie. Since Jan Graper is relying on atrium power cells, your life might be depending on not running out. There is another, larger power cell that you can carry with you at all times. Collect the power cells. Anytime you want to use them, activate your Bifrost personal display system for instructions and to keep track of how many you've collected. Okay. 5 Stück. Okay, wir können also E drücken, um das quasi zu benutzen, um unseren Jan-Kräpfer ein wenig aufzuladen. Das ist quasi wie Munition, würde ich mal sagen. Ja, wir sind immer noch nicht Stufe 2. Da habe ich schon so viel EP gesammelt. So, das könnte sehr, sehr witzig werden. Wir sind mal gespannt. Was ich aber gerne mal versuche. Ja, ich könnte hier in den Tod springen. Was meinst du? Wäre doch mal was. Ahead of you, you will find a door that is locked with an RFID signature you don't have. Toll. But now, that won't be a problem for you. It's the same as the earlier electronics, but the mechanics of the door needs a little finesse. Use your sight to see the mechanics inside the door and time the burst to get through. Oh nein, das kann ich nicht. Zack, 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 zack. Oh Gott. Ich bin so schlecht da drin. Ich konnte das noch nie. Ich konnte so solche Minispiele noch nie in irgendwelchen Spielen. Das, mir leid. Ich werde übrigens unsere Aufladis nicht benutzen dafür. Das kann jetzt ein bisschen dauern, aber wir müssen die Folge ja auch irgendwie rumkriegen, von daher, warum sollten wir Progress schieben, wenn wir auch rumblödeln können?
einzige Vorteil ist, es ist halt wesentlich langsamer geworden. Und ja, der zweite Schuss war scheiße. Zack, zack, zack. Aha. Jetzt will ich einmal kurz, bevor wir weitergehen, die andere Tür kurz gucken. Nur aus Interesse, ne? Falls wir da nicht mehr ankommen. Obwohl, ich weiß halt... Was heißt, ich weiß nicht. Im Moment ist das Spiel noch sehr, sehr linear und wir kommen zu anderen Orten kaum wieder hin. So. Ich lade mal eben kurz meine Sicht auf. Und dann mal das. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, nein. Okay. Kann ich hier etwas so runterfallen? Tut das weh? Ja, ein bisschen. Mich würde interessieren, ob sich das immer wieder auflädt. Voll. Ja, bisher schon. Bisher schon. Wir werden sehen, ob das immer ist. So. Zack, 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 zack. Jawoll, ja. Ah, cool. Ein Sammelobjektchen und so ein Kistchen. Bibel, 4 von 8 und eine Kiste. Was haben wir da drin? Nichts. So. Das ist ja cool. Schade. Aber wenigstens ein Sammelobjekt. Haben wir das gefunden. Schade, ich habe gerade irgendwie gedacht, so, oh, das ist so ein Angriff-Chip. Das wäre super. Aber nee. Das Spiel ist da nicht so nett. Zack, 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 zack. So. Dann schauen wir doch mal nach, was sich hinter dieser wunderschönen Tür verbirgt. Ich hoffe, nicht so viel Tod und Verderben wie bisher. Fast versucht nochmal zurückzulaufen für diese eine Einladung, aber wir werden es einfach mal wagen, weil das Spiel ist ja nicht böse oder so. Das wird uns ja mit einer neuen Ladung gelöst. Der Sound war fies. Where were we? Right. Our world, Midgard, is sharing its existence with 8 other worlds that are all connected by something known in the legends as Yggdrasil. The world tree. When we started researching the travel between worlds, we used technology to tap into a magical artifact known in the legends as the Absalom, controller of the roots of Yggdrasil. This made it possible for us to safely travel to other worlds. Then, something came through one of the roots, a spirit. It took control of the Absalom and our sisters, causing an emergency override. The facility was completely sealed, and the roots started spreading. We need to reverse this by collecting the 9 artifact keys originally made to control the artifact and the roots it brings forth. But Henrik has traveled too much unprotected. He almost died when he saved you, and wouldn't survive going through another route. You are literally our only hope of stopping this. Without those keys, the roots and nightmares will take over our world. The fire giants will... Sarah? Wait, Henrik, I'm not picking up for you. Sarah? Shit. Listen, we know the location of one of the keys. Ahead of you is a route that will take you to Niflheim, the ice world. Every moment, the roots spread further into Midgard, so find the key and come back here as soon as possible. Please, hurry. Ich würde mich ja beeilen, hättest du mir nicht nur eine einzige Batterie mitgegeben. Ich weiß, ich könnte diese Batterien benutzen. Ich dachte mir nur, da die gerade so viel am Reden sind, gönne ich mir mal die Zeit. Weil das ist echt kacke. Zack, 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 zack. So. 3-4 Runden und dann geht das manchmal. Dankeschön. Zwei Schüsse sind echt nicht viel, das sag ich dir. So, wir haben lange nicht mehr unsere schönen Freunde mit den Masken gesehen.
Und was viel schlimmer ist, wir haben lange nicht mehr unsere schönen Helme gesehen. Oh, hä? Stufe 3 darf ich nicht sehen, oder was? Schade. Oder Gott sei Dank, je nachdem, wie man es nimmt. Au. Ich hab mir gerade einfach eine Mücke in den Arm gebissen. Die Sau. Ich habe irgendwie viele Mücken in meiner Wohnung. Ich muss da mal was gegen tun. Ich glaube, ich verbrenne die. Okay, bin ich jetzt blöd? Ja, die Tür ist klar, da kann man nicht durch. Hier kam er her, da war ja nicht irgendwo eine Abzweigung oder so, die ich jetzt übersehen habe. Die Tür ist einfach kaputt. Ist auch sehr schön. So. Toll, das juckt jetzt, das ist ja doof. Naja, wir sind eigentlich auch schon so gut wie am Ende dieser Folge. Ich wollte es nicht erwähnen, bis wir einen Speicherpunkt gesehen haben, weil ich mich irgendwie... Es fühlt sich so an, als müsste hier gleich ein Speicherpunkt sein. Aber ich sehe keinen. Achso, ja, hallo. Das ist eine Ladung ist so ein Köpf. Also so ein Akku, okay. Wo bin ich? Zwei verschiedene Wege. Ich wähle bestimmt den falschen, so wie ich mich kenne. Wenn wir da runterfallen, dann gehe ich mal kurz zurück. Ja. Alles klar. Also die Folge wird jetzt ein bisschen länger, natürlich. Deswegen, weil ich jetzt. Man könnte es auch so machen, dass ich aufnehme und am Ende schneide, aber ich bin irgendwie da. Ja, was heißt zu faul? Ich will halt das angenehme Enden für euch sind. Sagen wir mal so. Guck mal. Cool, 5 von 28 haben wir schon. Klasse. Nee, also was heißt angenehme Enden? Ich möchte nicht so mitten in einer sehr bösen Situation schneiden müssen und dann später habe ich dann, was weiß ich, eine Folge, die irgendwie nur 4 Minuten lang ist und so. Das ist ein bisschen doof, deswegen machen wir das so. Aber wer hat sich schon mal über zu lange Folgen beschwert? Der gerade eben diese zu lange Folge aufnimmt und irgendwo einen Speicherpunkt findet. Mann. Drecksmücke, ne? Das brennt gerade, ist voll doof. So, da ist es Stufe 4, ne? Verdammt. Oh, auf nach Niflheim. Ohne Speicherpunkt. Alles klar. Alles klar. Dann, noch eine Folge.